fahre jetzt nach Freudenberg und dokumentiere das Umfüllen des Ex-Bourbon-Fasses in ein Pinot Noir Spätburgunderfass. Jetzt bei Ziegler angekommen. Ja, ich möchte auf jeden Fall sehen, riechen und schmecken, was in den wenigen Wochen im Pinot Noir Spätburgunder Fass passiert ist. Zum anderen geht es auch um die Klärung von so ein paar Details, was die Abfüllung betrifft, das Label-Design und so weiter und so weiter. Schätzchen, wo ist mein Schätzchen, wo ist mein Schätzchen? Da ist mein Schätzchen. Ja, wir haben für den Patrick Hock hier einen Whisky, den wir im Mai 2012 eingelagert haben, in ein frisches Kastanienholzfass. Haben wir ein Jahr später umgelagert in ein Ex-Bourbon-Fass. Das war dann im Juni 2013. Und jetzt letztes Jahr, am 20.12., haben wir den dann umgelagert in einen ehemaliges Spätburgunderfass, und das wollen wir uns jetzt mal angucken, was dabei rausgekommen ist bis jetzt. Hat auf jeden Fall schon einen coolen Rotstich gekriegt. Bisschen kalt ist er noch. Oh, aber ich meine, man riecht es schon. Du riechst die Traube. Trinkst du Spätburgunder? Ab und zu auch, also ja. Das ist so ziemlich der einzige Wein, der an mich geht. Ich bin gar nicht der Weintrinker, aber ich finde Spätburgunder ganz interessant, deswegen fand ich auch das Fass ganz cool. Und man riecht es schon. Und man schmeckt es auch. Oh, man schmeckt es auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall recht, wir lassen die Abfüllung ein bisschen hochprozentiger. Oh, der ist ja fast schon so, wie er sein soll. Ich finde, viel braucht er gar nicht mehr. Der wird nicht weit reduziert, wenn er überhaupt reduziert wird. Ich meine jetzt auch so von der Zeit, die er noch im Fass sein muss. Lang muss er nicht mehr drin sein. Geben wir noch 6 Wochen. Leider kein. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf was gefasst machen, das Ding ist Bombe.